Moin Leute, willkommen zurück zu die Säulen der Erde von Ken Follett. Wir sind hier und entwerfen einen Plan. Bischof Wallerin steht im Zentrum von allem. Jacks Vater, wenn er noch am Leben wäre, könnte er unser Zeuge sein. Vielleicht könnte er das immer noch. Wenn mein Vater nicht nach England gekommen wäre, wäre nichts von all dem geschehen. Vielleicht. Oder es wäre vielleicht jemand anderem geschehen. Das ist wahr. Wallerin hätte andere Opfer gefunden. Er trägt die Schuld an allem. Und wir werden das beweisen. Aber wie? Mutter sagt, Wallerin steckte hinter dem Tod meines Vaters. Und sie sagte, er war nicht allein. Drei Männer waren für den Tod deines Vaters verantwortlich. Bischof Wallerin, Percy Hamley, damals war er der Vogt von Shiring, und Prior James von Kingsbridge. Wenn sie alle dort waren, waren sie alle Zeugen. Und nur Wallerin ist noch am Leben. Kaum ein Zufall. Warum würden diese drei sich zusammentun, um deinen Vater an den Galgen zu bringen? Er war auf dem weißen Schiff. Alle an Bord sind ertrunken. Es gab keinen, der berichten konnte, was geschehen war. Bis auf ihn. Er war der einzige Zeuge. Und dann haben sie ihn umgebracht. Warum? Was ist jetzt mit Prior James? Wenn James doch noch unter uns wäre. Er hat seine Tat bereut. Vielleicht hätte er uns geholfen, Philipp zu retten. In gewisser Weise hilft er uns ja. Ohne ihn hätten wir den Kelch nie gefunden. Wie stehen James und Percy Hamley in Verbindung? Gar nicht, würde ich meinen. Außer durch Bischof Wallerin. Ja, er brauchte James, um meinen Vater festzunehmen. Und Percy Hamley, um ihn zu hängen. Jetzt sind alle beide tot. Das kann kein Zufall sein. Warum sollten Wallerin, Percy und James sich wegen des weißen Schiffes sorgen? Der Sohn und Erbe König Heinrichs war an Bord. Und auch andere mögliche Erben und Mitglieder des königlichen Hofes. Ich hörte, Stefan von Blois, der Neffe des Königs, habe das Schiff verlassen, bevor es ablegte, weil er krank geworden war. Er war der einzige männliche Erbe. Die einzige Bedrohung waren Mathilde, die Tochter des Königs, und ihr Halbbruder, Graf Robert. Und sie führen seitdem Krieg gegeneinander. Und dein Vater, Graf Bartholomäus, er war eine Bedrohung. Er hat versucht, Stefan aufzuhalten und dafür mit dem Leben bezahlt. Vielleicht hat mein Vater auf dem weißen Schiff etwas gesehen. Einen Beweis, dass Stefan damit zu tun hatte. Glaubt ihr, dass der König James befohlen hat, meinen Vater festzunehmen? Nein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass James von seinem Vorgesetzten, Erzdiakon Wallerin, dazu angestiftet wurde. Und Erzdiakon Wallerin war viel mehr in politische Machenschaften verstrickt als James. Ja. James war der Prior von Kingsbridge. Dort soll dein Vater den Kelch gestohlen haben, um ihn einzuschmelzen und zu verkaufen. Aber wir wissen, dass das nicht wahr ist. Denn wir haben ihn gefunden. Philipp hat den Kelch wiedererkannt. Aber Bischof Henry will einen Zeugen. Der Kelch reicht nicht aus. Aber er ist ein wichtiges Indiz für uns. Und was ist mit Prior James und Wallerin? Wallerin war noch nicht Bischof, als die Hinrichtung stattfand. Er war Erzdiakon. Das hat Philipp gesagt. Aber James musste trotzdem tun, was Wallerin ihm auftrug? Das ist sehr wahrscheinlich. James hat behauptet, dein Vater hätte den Kelch gestohlen und verkauft. Doch stattdessen hat er ihn selbst in Kingsbridge versteckt, in der Krypta. Wir haben dort unten James' Geißel und ein Bett gefunden. Die geheime Kammer ist wichtig.
Alle dachten, Prior James sei tot, dass er ins Eis eingebrochen sei. Und jetzt wissen wir, dass er versteckt wurde. Warum glaubten seine Mönche, er sei tot? So Prior Remigius sagte, er hätte James Rosenkranz am Fluss gefunden. Daher dachten alle, der Leichnam sei fortgespült worden. Sie haben einen leeren Sarg begraben. Aber welche Rolle spielt Remigius dabei? Philipp sagte mir, Remigius sei dabei gewesen, als Walloran Philipp zum Prior machte. Walloran und Remigius kannten sich. Das erklärt, warum Walloran Remigius später zum Prior von Shiring gemacht hat. Und Remigius hat meine Mutter erkannt, als wir in Kingsbridge ankamen. Er muss dabei gewesen sein, als mein Vater angeklagt wurde. Ich glaube, Remigius ist der Schlüssel. Es ist möglich, dass Walloran Remigius anstiftete, Prior James verschwinden zu lassen, als James darüber zu reden begann, was sie getan hatten. Als James anfing, mit dem Teufel zu reden. Aber aus irgendeinem Grund versteckte Remigius ihn. Aber Walloran hat das nie erfahren. Ja, das erklärt, warum er dir nicht glaubt, als du sagtest, du hättest James im Feuer gesehen. Wo James am Ende starb. Und Remigius dachte, keiner wüsste es. Wir müssen Remigius finden. Er ist unser Zeuge. Beeilen wir uns. Es wird schon dunkel. Der Prozess wird bald weitergehen. Die Leute kennen euch beide. Ihr solltet nicht einfach so in Shiring herumlaufen. Er hat recht. Ich werde nach ihm suchen. In Ordnung. Pass auf dich auf. Und Jonathan? Ja? Wir unterhalten uns später. Über das, was heute gesagt wurde. Über Tom. In Ordnung. Ja. Okay. Remigius, wo steckst du? Brüder. Was ist? Habt ihr den Prior von Shiring gesehen? Remigius. Leider nein. Und jetzt tritt zurück, Bruder. Wir müssen bis Sonnenuntergang fertig sein. Mhm. Das ist aber sehr schade. Hallo? Habt ihr Vater Remigius gesehen? Den Prior von Shiring? Gerade war er noch hier. Wo ist er jetzt? Was willst du von ihm? Ja, was willst du von ihm? Ach, vergesst es. Er war hier. Niemand daheim. Interessant, er war also hier. In St. George vielleicht? Alle sind anscheinend zum Prozess gegangen. Dann ist er hier auch nicht. Niemand daheim. Niemand daheim. Sie haben ihn gesehen. Er kann nicht weit sein. Ja, das stimmt. Niemand da. Sie haben ihn nicht gesehen. Hallo? Sie sind alle fort. Ich kann niemanden sehen. Ach, wo ist er denn? Remigius. Remigius. Hier ist da noch einer, oder? Ich kann niemanden.
Ach, keine Ahnung. Hä, wo ist er denn? Wo ist Remigius? Niemand da. Sicher, dass niemand daheim ist? Vielleicht ist Remigius daheim. Willst du hineingehen, Bruder? Nein, noch nicht. Danke. Gehörst du nicht zu Prior Philipp? Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie werden ihn freisprechen. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Ketzer! Narren! Seht euch nur an! Wer seid ihr, über jemanden zu richten, der euch nie ein Leid getan hat? Vergib ihnen, Bruder! Wir richten ihn nicht! Aber Gott wird es tun! Oh, da ist ja Remigius. Remigius, komm her. Remigius? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Doch. Warte, war er das nicht? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Oh, sie gehen nach Saint-Georges. Hallo? Die Tür ist offen. Oh. Ist jemand da? Unser Bischof ist sehr, sehr verärgert. Nein! Was macht ihr da? Ich tue, was er mir aufgetragen hat. Hört auf! Nein! Bleib weg! Das geht dich nichts an! Nein! Wer hat euch das befohlen? Niemand! Ich, Bischof Wollmann. Warum wollte er dich töten? Ich werde es dir sagen. Ich werde es allen sagen. Ja. Habt ihr einen Zeugen? Vater Remigius, Prior von Shiring. Genau. Wo ist Timothy? Was Sie gesagt haben, ist wahr. Bischof Wolleran wollte den Spielmann Jack Sherberg tot sehen. Er befahl unserem Prior James, ihm ein Verbrechen anzuhängen. Und das hat er getan. Das ist eine Lüge! Ist dem so? James hat über seine Tat den Verstand verloren. Er war drauf und dran, allen die Wahrheit zu sagen. Und dann befahlt ihr mir, ihn zu töten. Unsinn! Lasst ihn sprechen! Ich konnte es nicht. Ich habe ihn versteckt. Aber er starb bei dem Brand. Jack hat ihn gesehen. Er war es. Ich habe seine Gebeine nach dem Brand gefunden. Ich habe sie vergraben. Ihr solltet dem ein Ende setzen, Henry. Das meine ich ernst. Warum sollte ich? Ihr solltet dabei auch an euch selbst denken. Ihr habt das alles gewusst. Was sollte es mich angehen, ob dieser Spielmann stirbt oder nicht? Euren Bruder ging es an. Der Spielmann hat den Untergang des Weißen Schiffs überlebt. Er hat gesehen, wie euer Bruder die Familie des Königs ausgelöscht hat, damit er den Thron besteigen konnte. Das ist lächerlich.
Bischof Henry und König Stefan haben uns aufgetragen, diesen Mann zu töten. Ihr wollt die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Die reine Wahrheit. Das stimmt nicht. Warren ist ein Lügner. Regan Hamley. Wer ist das? Regan Hamley. Es ist die Mutter des Grafen, eine Hexe. Er säuft sie, verbrennt sie. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es ist Zeit, meine Stimme zu erheben. Genau. Diese Frau, Ellen, sie hat die Wahrheit gesprochen. Drei Männer waren verantwortlich für den Tod des Spielmanns. James, der Prior von Kingsbridge. Der Vogt, mein Gatte, Percy Hamley. Aber es war Walleran, der dahinter steckte. Und nur Walleran. Nein! Er hatte Gerüchte gehört. Über das weiße Schiff. Über unseren König. Er hatte gehofft, die Gunst des Königs zu gewinnen. Indem er einen Unschuldigen hängen ließ. Genau. Aber ich war's nicht allein. Sie haben es gewusst. Schafft ihn fort. So nämlich. Das ist dafür, dass ihr meinen Mann getötet habt. Es war Walleran. Ich habe gehört, viele sterben. Wir haben es geschafft. Was würden sie mit dir machen? Ja. Oh mein Gott. Es ist vorbei. Ich danke euch, Lady Hamley. Der Mönch muss seine Lektion lernen. Der Papst würde euch zustimmen. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Philipp hat sich als Ketzer bekannt. Er hat die Lehren und die Autorität der Kirche in Frage gestellt. Die Feuerprobe wird stattfinden. Um zu zeigen, dass die Kirche nicht über Gott steht. Um zu zeigen, dass mein Bruder, der König von England, nicht über Gott steht, werden nicht wir diesen Mann richten, sondern Gott. Das ist Wahnsinn! Nein, das können Sie nicht tun! Philipp! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Nein. Nein! Das könnt ihr nicht tun! Dies ist jetzt eine Angelegenheit der Kirche, Lady Aliena. Oh shit. Mein Bruder, der König und ich haben einen Verräter wie Walleran in unserer Mitte geduldet. Wir waren Narren und Sünder, auch wenn wir es nicht wussten. Ich bete, dass Gott Philipp vor diesen Flammen erretten wird. Denn seine Erlösung wird auch eine Erlösung für uns Sünder sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich kommt, dein Wille geschehe, wie im Himmel als auch auf Erden. Entzündet den Scheiterhaufen! Nein. Mein Gott, wir müssen doch etwas tun können! Hört sofort auf! Verdammt. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.